EA Productions. EA Productions liest Theodor Koch-Grünberg. Indianermärchen aus Südamerika. Heute Mayuak und Coroteuco. In alter Zeit war Mayuak verheiratet mit einer Schwester der Frau von Coroteuco. Was machte nun Coroteuco? Er ging des Morgens sehr früh weg und schlug mit der Axt einen einzigen Baum nieder. Dann setzte er sich auf den Stumpf und fing an zu schlafen. Erst nachmittags kam er wieder nach Hause zurück. Mayuak ging des Morgens sehr früh weg und kehrte schon um Mittag wieder nach Hause zurück. Die Schwiegermutter sagte zu ihrer Tochter, der Frau von Mayuak, »Mein Schwiegersohn Coroteuco arbeitet mehr als Mayuak. Lass deinen Mann laufen, er taugt nichts. Coroteuco arbeitet mehr als dein Mann, deshalb habe ich ihn lieber.« Da sagte die Frau von Mayuak, »Du hast niemals die Pflanzung meines Mannes gesehen. Wenn du willst, wollen wir die Pflanzung deines Schwiegersohnes Coroteuco besichtigen.« Die Alte gab Coroteuco bessere Nahrung als Mayuak, und Coroteuco verlebte gute Tage. Mayuak ging morgens weg, schlug sein Waldmesser in einen Strauch und setzte sich hin. Das Waldmesser arbeitete allein weiter, schlug viel Unterholz nieder und kehrte dann zu Mayuak zurück. So machte Mayuak in 2 Tagen eine große Rodung. Am anderen Tag ging Mayuak wieder zu seiner Pflanzung, um die Bäume niederzuhauen. Er schlug seine Axt in einen Baum und setzte sich hin. Die Axt schlug allein weiter. Sie schlug alle Bäume um in einem Tag, eine große Rodung, und kehrte dann zu Mayuak zurück. Coroteuco brauchte 20 Tage, um eine ganz kleine Rodung zu schlagen. 10 Tage brauchte er, um das Unterholz abzuhauen, 10 Tage, um die Bäume niederzuschlagen. Dann warteten beide, bis das Holz trocken war, um zu brennen. Mayuak wartete 5 Tage, Coroteuco wartete nur 2 Tage. Darauf brannten sie. Das Holz, das Coroteuco geschlagen hatte, war noch ganz grün. Nur die Blätter brannten. Mayuak brannte seine Rodung, die gut trocken war. Am anderen Tag reinigte Mayuak seine Rodung. Er schlug seine Axt in einen halb verbrannten Baumstamm und setzte sich dann hin. Die Axt schlug allein weiter alle Baumstämme klein und schaffte das ganze Holz an den Rand der Rodung. In 2 Tagen war die ganze Rodung gereinigt. Coroteuco hatte nur ein ganz kleines Stück gereinigt. Er setzte sich auf einen Baumstamm und fing an zu schlafen. Am anderen Tag ging Mayuak mit dem Grabscheit zu seiner Rodung, um zu pflanzen. Er stieß das Grabscheit in die Erde und setzte sich hin. Das Grabscheit arbeitete allein weiter. Es ging aus seiner Hand und grub Löcher in den Boden und kehrte zum Mittag zu Mayuak zurück. Mayuak hatte Maniok-Stecklinge mitgebracht. Er schlug sein Messer in einen Steckling. Das Messer arbeitete allein weiter und schnitt einen ganzen Haufen Stecklinge. Alle seine Werkzeuge arbeiteten. Dann stieß er einen Steckling in ein Loch. Der Steckling ging aus seiner Hand und alle Stecklinge pflanzten sich selbst. Mayuak kehrte gegen Abend nach Hause zurück. Seine Frau fragte ihn, »Was hast du bis jetzt gemacht?« Mayuak antwortete, »Nichts, ich war missmutig.« Da erwiderte seine Frau, »Niemals habe ich etwas gesagt, was dich missmutig machen könnte.« Darauf sagte Mayuak, »Eines Tages werde ich mich davon machen.« Dann ging Mayuak wieder frühmorgens zu seiner Rodung, um fertig zu pflanzen, und nahm seine Frau mit, dass sie die Pflanzung sähe. Niemals hatte er vorher seine Frau mitgenommen. Er stieß seinen Grabscheit in den Boden. Das Grabscheit ging aus seiner Hand und arbeitete allein weiter. Die Frau sah es. Um Mittag kam das Grabscheit zu ihm zurück. Dann schlug er sein Messer in einen Steckling, und das Messer arbeitete weiter und schnitt alle Stecklinge. Dann steckte er einen Steckling in den Boden, und die Stecklinge gingen alle dahin und pflanzten sich selbst. Am Abend war die Pflanzung fertig. Dann kehrte Mayuak mit seiner Frau nach Hause zurück. Coroteuco aber schlief den ganzen Tag in seiner kleinen Pflanzung und duldete nicht, dass seine Frau mit ihm ging. Er war eifersüchtig auf Mayuak. Als er feine Tapioca-Fladen aß, die ihm seine Schwiegermutter vorgesetzt hatte, sagte er, »Ich möchte Maniokfladen aus der Pflanzung von Mayuak essen.« Er hatte gar keine Zuneigung zu Mayuak und wollte ihn verspotten, da er glaubte, Mayuak habe nichts in seiner Pflanzung.
So verging ein Monat. Koroteuko arbeitete noch immer in seiner Rodung. Majorak hatte schon Mais aus seiner Pflanzung. Da sagte die Schwiegermutter, »Ich will die Pflanzung von Majorak sehen.« Sie ging hin mit ihrer Tochter, der Frau von Majorak. Da sagte Majorak, »Verirrt euch nicht in der Pflanzung.« Als sie dorthin kam, sagte die Alte, »Alle Wetter!« Sie erstaunte über die Pflanzung. Die Alte ging mitten in die Pflanzung hinein und rief, »Hey!« Die Tochter blieb da und antwortete, »Hey!« Die Alte ging und ging und ging weit in die Pflanzung hinein. Sie rief immer, »Hey, hey, hey!« Da veränderte sich allmählich ihr Ruf und sie verwandelte sich in die Taube Veluci. Die Tochter rief, »Mama, Mama!« Aber die Mutter antwortete nicht mehr. Da verwandelte sich die Tochter in eine kleine braune Taube. Was tat nun Koroteuko? Er ging über den Fluss und tötete einen Hirsch. Koroteuko hatte zwei Schwäger, die mit seinen Schwestern verheiratet waren. Er fing auf dem anderen Ufer des Flusses an zu schreien, »Bring mein Wildbret herüber, Schwager!« Er schrie und schrie, aber die Schwäger antworteten ihm nicht. Da veränderte sich allmählich sein Schrei und er wurde in eine Eule verwandelt. Majorak wartete auf Koroteuko. Die Schwäger wussten, dass Majorak eine Axt hatte, die selbst arbeitete. Sie waren böse auf ihn, weil sie ihre Mutter verloren hatten, obwohl Majorak keine Schuld daran hatte. Die Schwäger gingen aus, um zu sehen, wo die Axt war. Sie fanden die Axt und das Waldmesser. Sie wussten aber nicht, wie sie die Sachen gebrauchen mussten. Sie wussten nicht, wie Majorak zu der Axt sagte. Sie schlugen das Waldmesser in einen Strauch, es entschlüpfte ihre Hand und ging fort. Dann schlugen sie die Axt in einen Baum. Sie wollten sie am Stiel festhalten, aber die Axt entschlüpfte ihre Hand und ging fort. Die Axt verwandelte sich in den Specht. Das Waldmesser verwandelte sich in den Käfer, der Äste abschneidet. Das Grabscheit verwandelte sich in das kleine Tier, das im Fußboden der Häuser und in den Sandbänken Löcher macht. Dann ging Majorak aus, seine Axt zu suchen, fand sie aber nicht mehr. Er dachte, die Schwäger wollten ihn töten wegen ihrer Mutter. Deshalb machte er sich davon. Die Schwäger kamen hinter ihm her, um ihn zu töten. Da sagte Majorak zu seiner kleinen stachligen Palme, »Schließ die Schwäger ein, die hinter mir herkommen.« Die Schwäger kamen in die Stacheln hinein und konnten nicht weiter. Sie erstiegen einen Baum, um über die Stacheln hinwegzukommen. Da wurden sie in Affen verwandelt und blieben Affen bis auf den heutigen Tag. Majorak kam an einen großen Fluss und sagte, »Was soll ich nun machen? Jetzt werden sie mich töten.« Die Affen kamen schon hinter ihm her auf den Bäumen. Er wusste, dass es die Schwäger waren. Sie waren schon nahe. Da stürzte er sich ins Wasser und tauchte unter. Mitten im Fluss tauchte er wieder auf und verwandelte sich in eine Ente, bis auf den heutigen Tag. Das ist das Ende der Geschichte. Wenn sich Koroteuko nicht mit Majorak gestritten hätte und wenn die Schwäger nicht so schlecht gewesen wären, so wären die Axt, das Waldmesser und das Grabscheit für uns geblieben, bis auf den heutigen Tag. Und wir brauchten nicht so viel zu arbeiten. Hey.